herzlich willkommen zum Vortrag über Mapfish. Danke für die Ankündigung. Ich bin Elisabeth Loi, seit kurzem Projektleiterin bei Camp2Camp und ich vertrete heute Emanuel Bello, der wegen eines Unfalls leider nicht ans Foskis kommen konnte. Über was werde ich sprechen? Ich werde zuerst kurz die Firma Camp2Camp vorstellen. Dann geht es darum, was ist überhaupt Mapfish, welche Architektur steckt dahinter, welche Funktionen gibt es, und im zweiten Teil werde ich einige Beispiele zeigen und unter Umständen auch noch weitere Sachen erläutern. Und am Schluss gibt es noch einen Ausblick über die nächsten Schritte. Nun, wer oder was ist Camp2Camp? Camp2Camp ist ein Open-Source-Lösungsprovider bzw. ein Open-Source-Software-Entwickler. Es ist aber auch zusätzlich sind wir Integrator der Software. Und dies bereits seit 2001, also wir hatten letztes Jahr das 10-jährige Jubiläum. Wir sind mittlerweile 43 Leute an drei verschiedenen Standorten, Lausanne in der Schweiz, in der französischen Schweiz, Chambéry in Frankreich und letztes Jahr haben wir einen Standort in Wien eröffnet. Camp2Camp besteht aus drei Bereichen. Das eine ist Geospatial Solutions mit den Tätigkeiten im Bereich von Webmapping, GIS, Geospatial Databases, SDI, OGC, Web Services und 3D und so weiter. Ein zweiter Bereich ist Business Solutions mit ERP, Business Intelligence und Infrastructure Solutions, welche Dienstleistungen im Bereich von Linux-Systemen anbieten. Dies können auch komplexe Linux-Systeme sein, wie zum Beispiel Cloud-Computing-Lösungen. Über alle diese Bereiche bieten wir Beratung, Research and Development, Implementation, Support und Ausbildung an. Und vielleicht ein wenig speziell ist, dass diese Bereiche wirklich sehr eng zusammenarbeiten. Und so konnte zum Beispiel auch eine geografische Komponente in das OpenERP-System eingebunden werden durch diese enge Zusammenarbeit. Oder die Cloud oder die Anforderungen der Infrastruktur für zum Beispiel Cloud Computing sehr früh in die Entwicklung von Mapfish berücksichtigt werden. Nun aber mal endlich zu Mapfish. Was ist Mapfish? Es ist ein WebGIS-Framework, ganz kurz gesagt. Es ist Open Source. Und es ist sehr stark komponentenbasiert. Das ist auf der Client-Seite zum einen GeoXt mit OpenLayers und XJS und auf der Server-Seite sind es diverse Komponenten in Python, Ruby, PHP, Java und so weiter. Diverse Programmbibliotheken auch zum Teil bekannte. Und Mapfish ist ein OSGeo-Projekt. Wie sieht die Architektur aus? Wie bereits angetönt, auf der Client-Seite ist das GeoXt mit den zwei Komponenten XJS und OpenLayers. Es sind aber nicht nur diese zwei Komponenten XJS und OpenLayers, sondern GeoXt bietet noch mehr, zum Beispiel die Zweisprachigkeit an, oder die Mehrsprachigkeit, nicht unbedingt Zweisprachigkeit. Was auch noch zu sagen ist, dass die Verbindung zu OpenLayers bzw. zu XJS sehr stark ist. Das heißt, Mapfish-Entwickler sind in der Regel auch XJS oder OpenLayers-Entwickler. Und wenn zum Beispiel eine neue Version von OpenLayers herauskommt, dann wird auch GeoXt auf eine neue Version erhöht. Auf der Serverseite wiederum sind es, wie auch im vorletzten Slide gezeigt, diese Komponenten in
Python, Java, Ruby etc. Zum Beispiel die Abfrage von Features ist in Python geschrieben oder die Druckfunktion, die liegt in Java vor. Neben diesen Komponenten gibt es aber auch die OGC-Services, also die Kartendienste wie Map-Server, Geo-Server oder Map-Proxy, die eingebunden werden können. Diese, ja, wie wahrscheinlich allen bekannt ist, sind für die Kartendarstellung zuständig, für die Abfrage und das Editieren oder die Katalogsuche. Genau. Und eben alle diese Komponenten auf Client-Seite wie auf Server-Seite arbeiten zusammen. Wie funktioniert der Austausch zwischen Client und Server? Das kann einerseits über das MapFish-REST-Protokoll geschehen mit den 4 Abfragemöglichkeiten oder Requests, Post, Get, Put und Delete. Und dabei wird dann ein JSON bzw. ein GeoJSON zurückgeliefert. Diese Abfrage ist recht schlank, also die Datenmengen sind daher auch sehr klein, die übermittelt werden müssen. Das heißt, es ist recht schnell und das Parsing auf der Client-Seite ist auch einfacher mit JSON als zum Beispiel mit den OGC-Protokolls. Was die zweite Möglichkeit ist, zum Beispiel für die Kartendienste, kann man auch diese Kommunikation zwischen Server und Client über die OGC-Protokolls, so WMS, WFS und so weiter tätigen. Genau, und wie vielleicht bereits gesagt, alle diese Komponenten arbeiten zusammen und da das sehr komponentenbasiert ist, ist es auch dann einfach, etwas zu erweitern oder vielleicht eine neue Funktion anzufügen und das weiterzuentwickeln. Wie kann das nun im Endprodukt aussehen? Das ist ein Screenshot von der mapfish.org Demo-Seite. Eine ganz normale Kartendarstellung, wie wir sie kennen von OpenLace. Es können Abfragen getätigt werden oder beziehungsweise Features angewählt werden. Und dann erscheint da ein kleines Fenster mit der Information. Es können Datensätze editiert werden oder eine Suche getätigt werden mit verschiedenen Parametern. Die Druckfunktion wurde auch schon erwähnt mit so einem Fenster, wo man gerade sieht, welcher Ausschnitt das gedruckt wird. Oder zum Beispiel kann man eine Tabelle aufrufen mit allen Datensätzen und dann je nachdem noch die Informationen zu einem Eintrag anzeigen lassen, auch wieder mit einer Karte. Mit dem Mapfish Framework kann man also zum einen typische GIS-Funktionalitäten ausführen, wie Layer Management, eine Toolbar zur Navigation, Suche mit Anzeige in einer Infoblase, ein Editor gibt es, geostatistische Möglichkeiten mit Kuchendiagrammen etc. und ein Routing oder auch diese weitergehende Funktionalitäten wie eine Offline-Unterstützung, dies könnte zum Beispiel mit HTML5 realisiert werden oder ein PDF-Drucken, auch eine Integration von 3D oder Google Street View und es gibt auch eine Mobile-Version von Mapfish. Und mit all dem kann man tolle WebGIS herstellen und das führt uns also zu den Beispielen. Das erste Beispiel ist von Schweiz Mobil. Schweiz Mobil ist eine Stiftung in der Schweiz, die zum Ziel hat, den Langsamverkehr zu fördern, also alles, was Fahrradfahren ist, Inlineskating, Wandern, Mountainbike-Trails, Skaten und sogar Kanufahren, also sehr vielfältig.
Und Sie haben ein Kartenportal, auf dem Sie die Routen darstellen, aber nicht nur die Routen, sondern diverse weitere Informationen wie Haltestellen, Übernachtungsmöglichkeiten oder sogar Mechaniker, wo ich mein Fahrrad reparieren kann, falls es irgendwie Probleme gibt und so weiter. Und ja, hier sehen Sie eben einen Screenshot davon. Wenn man jetzt auf so eine Route draufklickt, dann erscheint auch so ein Infofenster mit noch einem schönen Bild. Das heißt, man kann sich vorstellen, ja, lohnt es sich jetzt auf diese Route zu gehen oder nicht. Und wenn man noch ein MySchweizMobil-Login hat, dann kann man sogar auch eigene Routen zeichnen und diese werden dann mittels Routing-Algorithmus auf die Pfade gesnappt und man kann ein Höhenprofil dann auch anzeigen lassen, wie auch weitere Informationen, zum Beispiel eine geschätzte Wanderzeit etc. Im Kontext von SchweizMobil möchte ich auch noch kurz auf das Mapfish API eingehen. Das API erlaubt es, die Karte an diversen anderen Stellen, nicht nur im Kartenportal, sondern an anderen Stellen in der eigenen Webseite einzubinden oder auch auf Partnerwebseiten. Dabei sind nicht wirklich Programmierkenntnisse nötig, sondern es muss eigentlich einzig der Initialzustand festgelegt werden mit der Layer-Auswahl oder man kann auch auf ein Objekt zoomen, je nach Kontext, den man wählen möchte. Und bei SchweizMobil wird dieses API rege genutzt. Das heißt, für jede Seite, die irgendeine Route oder auch eine Ortschaft oder sonst eine Sehenswürdigkeit beschreibt, gibt es eigentlich noch diese kleine Karte, die eben mittels diesem API eingebunden ist. Und Sie sehen da vielleicht, es ist ein wenig klein, aber Sie sehen, die Karte ist auf diese Route zentriert, beziehungsweise es ist genau dieser Extent da drin, der die Route umfasst. Und so sind über 2000 Stellen ist dieses API genutzt auf der Seite von SchweizMobil. Das heißt, es gibt einen enormen Mehrwert, sowohl für die Karte, weil sie an mehreren Stellen wieder genutzt werden kann, wie auch für die ganze Website, die ja, sehr viel auch ansprechender wird dadurch. Ein nächstes Beispiel ist das Geoportal der Schweiz. Dies ist im Prinzip dieselbe Technik dahinter. Es ist einfach ein anderes Layout und es ist zum Beispiel noch eine Anbindung an den Inspire-Katalog realisiert worden. Viel mehr gibt es eigentlich da. Ja, es ist ein sehr ausführliches Geoportal, also es lohnt sich sicher mal einen Blick darauf zu werfen. Ein nächstes Beispiel ist der Orientierungsplan der EPFL Lausanne. Sie sehen hier gerade das ganz neue Rolex Learning Center. Ein sehr quadratisches Gebäude mit ein paar Löchern wie beim Emmentaler. Und gerade weil es so ein quadratisches Gebäude ist, ist es vielleicht speziell, die Karte wird aus Teils, also aus Kacheln aufgebaut. Man sieht das wirklich nicht mehr dann in der Karte. Es hat für den Benutzer ein wenig den Effekt, dass es schneller ist, aber dann das Endprodukt sieht wirklich gut aus. Was auch möglich ist bei der EPFL, ist ein Fußgänger-Routing. Das heißt, ich kann hier von der Metrostation zu einem Büro oder zu einer Institution geroutet werden. Also das zeigt es an, auch wenn es Treppen dazwischen hat oder wenn die Etagen gewechselt werden müssen, ist das dann angegeben. Außerdem wurde ein 3D-Fenster realisiert, also hier mit Google Earth, also in einem separaten Fenster, oder auch Street View, ist ein wenig ähnlich.
mit der Angabe, wo man steht und in welche Richtung man gerade sieht. Und es gibt auch die Mobile-Version davon mit einem ein wenig angepassten User-Interface, mit einer angepassten Suche zum Beispiel, dass das auch mobile nutzbar ist. Ein nächstes Thema ist, oder ein nächstes Beispiel ist die thematische Kartografie. Das ist eine Karte von Frankreich. Und ja, hier sehen Sie zum Beispiel eben die Kuchendiagramme, die möglich sind, spezielle Legenden oder auch einen Export in, als KML, um es in Google Earth dann darzustellen mit Höhenwerten oder wie man das wünscht. Das nächste Beispiel führt uns nach Neuchâtel, ganz in den Westen der Schweiz. Ja, und hier ist vielleicht ein wenig speziell eben, dass es auch ein Höhenprofil gibt, beziehungsweise die Funktion eines Höhenprofils. Dies ist sogar zugänglich, also wenn Sie Interesse haben, dann können Sie hier schauen gehen. Bei Schweizmobil braucht man ein Login. Aber grundsätzlich funktioniert es ähnlich wie bei Schweizmobil. Es wird, die Höhenwerte werden auf dem Server aus einem Geländemodell herausgelesen und dann so wieder zurückgeschickt. Und kann zum Beispiel entweder in, hier ist es in Flash dann nachher dargestellt, es kann aber auch über EXT4 gemacht werden. Und komplexe Abfragen sind auch möglich, dies beim Beispiel der Stadt Genf. Wo hier eine Abfrage mit verschiedenen Kriterien möglich ist. Es wird mit WFS gemacht. Oder auch Animationen, hier über Ozeanströmungen und Veränderungen. Das ist mit WMS-Time, also WMS-T gemacht. Oder auch ganz normale Gemeindegis oder Projekte für die Katastervermessung, die auch nicht unbedingt auf einem Cloud-Computing-System oder ja, sonst was laufen müssen, sondern die ganz normal auf einem Server aufgesetzt werden können. Ja, das führt uns dann schon zu den nächsten Schritten. Was kommt auf uns zu? Wir planen, das Pyramid-Framework zu integrieren auf der Serverseite neben Pylons und wir planen auf der Client-Seite eine Migration von GeoX1 zu GeoX2. Und außerdem geht die Entwicklung sehr stark immer noch Richtung Geodateninfrastruktur und die Thematiken von Mobile, vor allem ein wenig in Richtung Offline-Gebrauch, wie auch die 3D-Anwendungen sind top aktuell für uns. 3D-Anwendungen ist gerade da das Beispiel von WebGL in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz. Einfach ein paar Screenshots. Was ist WebGL? WebGL erlaubt es, eine 3D-Darstellung im Browser zu generieren. Das heißt, der Browser hat ein vermaschtes Netzwerk und das Bild und legt das eigentlich im Browser dann übereinander und generiert so die Ansicht. Und Gebäudemodelle können auch hier eingeladen werden. Hier zum Beispiel die ÖPFL Lausanne oder ein Teil der Gebäude der ÖPFL Lausanne. Genau, und nebst den 3D-Anwendungen und den anderen nächsten Schritten gibt es viele Projekte. So wird es auch weitergetrieben, das Projekt Mapfish. Und Community, also wir sind auch abhängig von den Contributors. Und beim Stichwort Community, wenn Sie mehr Informationen möchten zu Mapfish, besuchen Sie am besten die mapfish.org Webseite, wo es viele Dokumentationen gibt, Subversionen, Mailinglists, Chat, Demo, Teil, was wir gesehen haben, auch
und auch einen spannenden Blog. Und ja, zögern Sie nicht, die Leute dort auch zu kontaktieren. Und so danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Und ja, wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Oder wir sind auch beim Stand, gerade dort hinten. Ja, Sie sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen dort. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.